Willkommen zu einem neuen Pickup-Video. Diesmal geht es nur um Filme. Ihr seht hier einen ganzen Karton voll mit Filmen. Ja, das hat sich aber in den letzten halben Jahren gesammelt. Und was da alles bei ist, das seht ihr gleich. All die Filme, die ihr eben hier gesehen habt, sagte ich ja schon, sind so aus dem letzten halben Jahr. Von Amazon, von dem Black Friday Deals, von eBay, von einem Freund, wo ich was abgekauft habe und so weiter und so fort. Und von Kleinanzeigen, also von der ganzen Riege, so auch von Amazon, von eBay. Also in dem Sinne ein ganzes Portfolio von vielen, vielen Sachen. Deswegen ja, waren alles Vergünstigungen und so weiter. Und es geht jetzt gar nicht um die Preise, sondern es geht einfach um euch zu zeigen, was an coolen Filmen jetzt hier in der neuen Sammlung gelaufen ist, in die Sammlung eingetroffen ist. Sind eine ganze Menge auch Updates, weil ich auch abgegradet habe von DVD auf Blu-ray. Ja, und den Anfang macht etwas, was filmbezogen ist und nichts zu tun hat mit, nicht auf Film ist, aber filmbezogen ist, aber Musik. Und zwar, ich habe mir diese Platte gekauft von Ennio Morricone, der Profi, ein Belmondo-Film, den ich richtig großartig finde. Ist aber mehr gedacht als Dekoration. Ich habe den auch als Soundtrack, als CD. Hier seht ihr auch nochmal das Bild und mit den Tracks. Das ist die deutsche LP. Habe ich für nicht mal 10 Euro inklusive Versand bei eBay oder bei Kleinanzeigen gekauft. Für mich ist es so, das kriegt noch einen richtigen schönen Bilderrahmen, wird an die Wand gehängt. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, dass ich es mir gekauft habe, weil ich mag Belmondo sehr gerne. Es ist ein großartiges Artwork und der Soundtrack ist Hammer. Das kann ich auch nur sagen. So, und jetzt, ich zeige euch die Filme querbeet, was hier jetzt neu in die Sammlung gekommen ist. Von DVD, Blu-ray und so weiter. Ein, zwei Mediabooks sind dabei. Ja, und ich zeige euch das einfach querbeet. Also es ist nicht sortiert nach irgendwelchen Genres oder sonst was. Ich greife einfach rein. So, ich nehme einfach mal eine kleine Handvoll Filme. Und den Anfang macht eine Serienedition. 4 Filme von Kommissar Maigret mit Rowan Atkinson. Ich habe bisher 3 davon gesehen. Großartig. Kann ich nur sagen, es ist eine großartige TV-Serie mit ihm. Spielt zwar in Frankreich, aber und er ist Engländer, aber er spielt großartig. Ohne diesen Humor, den er als Mr. Bean hat, also er kann wesentlich mehr und genau das macht es auch aus. Tolle Geschichten, direkt nach den Romanen von Kommissar Maigret, also richtig gut. Kann ich auch nur empfehlen. So, ich leg die jetzt hier mal hin. Es wird leider auch verdeckt werden, lässt sich nicht anders ändern. So, dann eine DVD, habe ich schon in einem anderen kleineren Pickup gezeigt, aber hier jetzt nochmal kurze Wiederholung. Habe ich im Sozialkaufhaus mitgenommen für 1 Euro, aber kannte ich so nicht und einfach mal reingucken und dann wieder abgeben. Dolph Lundgren, Agent Red. Ja, warum nicht? So, auch auf DVD habe ich einen Film gekauft bei eBay. Ist ein Kindheitsfilm von mir, den ich im Fernsehen immer gerne gesehen habe. Hatte ich nie auf Videokassette und so weiter, war auch schwer zu finden. Ja, und zwar handelt es sich um Captain Nemo und die Unterwasserstadt. Ein Abenteuerfilm aus den 60er Jahren. Ich mochte den richtig gerne, das Artwork ist auch wunderschön. Gibt es, ob ich ihn wirklich auf DVD gibt, weiß ich noch nicht mal, weil auch wenn ich ihn hier habe, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Bootleg ist. Hier seht ihr ja die Rückseite. Wer genau hier geguckt hat, ist keine Firma drauf, nichts, nicht mal die eigene Herstellungsfirma dieser DVD, auch wenn das mit USK hat und ein Strichcode. Es ist ein Film von Warner und ich kann mir nicht vorstellen, dass kein Warner-Logo drauf ist. Die Qualität ist gut und ich habe ihn mir deswegen gekauft, weil ich ihn gerne mal wieder sehen möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eins dieser Filme ist, die sie einfach so rausbringen und illegal weiterschieben. Wie gesagt, da bin ich mir nicht so sicher, aber ein großartiger Film meiner Kindheit, hätte ich natürlich lieber gerne auf Blu-ray, aber so habe ich ihn endlich mal wieder gehabt und kann ihn mir angucken. Ja, so, was gibt es weiter? Nicht, dass es runterrutscht.
Hier habe ich ein Upgrade jetzt auf Blu-ray. Double Dragon. Ist noch sealed, noch nicht ausgepackt. Ein Kultfilm habe ich bisher nur auf DVD gehabt. Ja, ein Film mit Mark Dacascos und Eliza Milano und Robert Patrick nach dem Computerspiel. Eigentlich auch keine schlechte Verfilmung. Für die damalige Zeit, muss man sagen. Mark Dacascos habe ich ja mal getroffen. Hier nochmal ein Verweis einfach auf das Interview, was ich mit meiner Kollegin geführt habe. Ist auf meinem Kanal zu finden, das Video richtig interessant. Ja. Wurde abgegradet. Die DVD bleibt in der Sammlung, ist in einem wunderschönen Steelbook. Und das Steelbook wollte ich einfach behalten. Ein Film, den ich aus einer Serie, auch wenn es eine schwarze Hülle ist, ist keine 4K. Es ist eine Fantasy-Krimi-Reihe aus China. Detective Dee und die Armee der Toten. Das sind so Filme. Es gibt, glaube ich, 5 Stück insgesamt. Einer ist bisher noch nicht auf DVD und Blu-ray erschienen. Spannende Fantasy-Abenteuer, Krimis, richtig gut gemacht. Und ja, wollten mein Bruder nicht sehen und haben wir in der Sammlung. Ist auch richtig spannend. Kann man nicht anders sagen. So, ein Film gab es, glaube ich, beim Black Friday Sale ganz, ganz günstig. Wollte mein Bruder mal wieder sehen. Hatten wir nicht mehr, haben wir auch nicht auf DVD gehabt. In einem Fernland, Nicole Kidman und Tom Cruise. So. Jetzt kommt schon ein Film oder eine Serienbox, die richtig teuer war. Gibt es auch nur in 4K. Im Steelbook ist noch sealed, wir sind noch nicht dazu gekommen. The Mandalorian, die erste Staffel. Ihr seht hier auf der Rückseite auch nochmal das kultige Bild. Ja, als Fan von der Serie wollten wir das auch haben. Wie gesagt, ist noch verpackt. Das Steelbook hat auch exklusive Concept Arts dabei, Bonusmaterial. Wollen wir uns nochmal anschauen in Ruhe, das Ganze. Die Serie ist großartig. Ja, das musste einfach sein, wollten wir haben. So, was auch sein musste, ist jetzt hier Filme. Ihr werdet von dem Kerl mehrere Filme in der Sammlung sehen. Mein Bruder und ich haben einfach so ein paar Filme günstig gekauft, auch jetzt durch den Black Friday Sale bei Amazon. Und wollten noch upgraden, beziehungsweise viele Filme hatten wir nicht in der Sammlung. Und wir gucken in letzter Zeit sehr viel Jackie Chan. Und Jackie Chan habe ich hier in Spy Daddy, gab es glaube ich für einen Fünfer oder so. Und wollten wir gucken, haben wir dann das dann uns gekauft. Genauso ein Upgrade von DVD ist The Tuxedo mit Jackie Chan und Jennifer Love Hewitt. Ist ein unterhaltsamer Film, nicht sein bester, aber ein unterhaltsamer Film. Und darum geht es eigentlich immer. Jackie Chan Filme sind alle unterhaltsam. So, dann mache ich auch gleich weiter mit dem nächsten Jackie Chan Film. Oder zwei weiteren sogar. Hier gab es auch für einen Fünfer bei Amazon. Blading Steel, einer der neueren Jackie Chan Filme. Hier so ein weißes Book. Hatte ich auch noch nicht und das habe ich dann genommen. Genauso wie den Film, den habe ich abgegradet, den habe ich bisher nur auf DVD gehabt. Er kommt auch in der Special Edition, wenn man so will, im Mediabook hier, Spion wider Willen. Ein cooler Film, habe ich gerade im gestrigen Abend mit meinem Bruder zusammen gesehen. Viel Action. Die Story ist zwar gut, aber auch ein bisschen offen. Also es sind viele Handlungsfäden nicht richtig erklärt. Also ein bisschen schwammig die Story, aber tolle Action, das kann man wirklich sagen. Das Book, Mediabook ist gut aufgemacht. Ein paar schöne Bilder drin und so weiter. Und in der Mitte Text. Das was Einzige, was mich stört, ist, das ist reine Biografie. Viel aufgeteilt in verschiedene Elementen von Jackie Chan. Nichts über den Film und das finde ich schade. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, das Witzige ist, das Plakat, das ist übrigens eins, was auch teilweise als Kinoplakat diente, hat nichts mit dem Film zu tun. Interessant ist, die blonde Frau, diese schwarzhaarige, obwohl es eine dunkelhaarige gibt, und auch diesen Agenten mit Sonnenbrille, der kommt im Film gar nicht vor. Genauso wenig kommen keine Düsenjäger und Fallschirmspringer vor. Ja, das ist manchmal so. Hier der Jackie Chan mit seinem Sonnenschirm, da springt er schon wie ein Fallschirm, aber das war's auch. Also hier ist ein komplett zusammengewürfeltes Photoshop-Cover oder Poster gemacht worden. Ja, was soll ich dazu sagen? Das Coolste aber an dieser Edition ist, und deswegen haben mein Bruder und ich auch die uns zugelegt, war glaube ich ganz günstig, ich habe 12 Euro bezahlt, ist, dass hier noch neben der Kinofassung die
Langfassung dabei ist. Die Langfassung ist etwa, wie war das, 20 Minuten, 10 Minuten, ja, ich glaube 10 Minuten länger. Das ist deutsch, bis auf die Szenen, die ja, neu sind sozusagen in der Edition, die sind dann deutsch untertitelt. Lässt sich aber auch so flüssig gucken, ist gar kein Problem. Ein paar Specials sind auf der ersten Disc, der Film in der internationalen Fassung, die ist am Anfang ein bisschen anders geschnitten. Was kann ich noch dazu sagen? Ich habe die DVD in Deutsch gehabt. Die DVD hat keine Specials dazu. Wenn hier so ein bisschen Making-of dabei ist und ausgeschnittene Szenen nochmal zusätzlich. Trailer ist bei der deutschen DVD bisher nichts gewesen. Der einzige Unterschied ist wirklich, aber das ist wirklich ein Frame, wenn man so will. Die Einblendung des Titels ist hier in der normalen internationalen Fassung Englisch und während sie wirklich Deutsch ist auf der DVD. Das war es aber auch, das einzige Unterschied. Ja, das Mediabook kam, wie gesagt, als Jackie Chan Fan wollten wir das haben. Genauso wie ich als Ennio Morricone Fan, wie ihr da seht, mir diesen Film gekauft habe. Ich habe ihn noch nicht gesehen, da kam ich noch nicht zu. Ennio Morricone, der Maestro. Ich wollte das gerne mal sehen. Das ist eine Dokumentation über ihn, wo auch viele Künstler zu Wort kommen, wie unter anderem Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Hans Zimmer, die einfach über ihre Einflüsse und auch ihre Erfahrungen und die Wichtigkeit von Morricone reden. Ja, großartige Sache. Freue ich mich darauf, das nochmal in Ruhe zu sehen. Ja, dann kommt schon wieder eine DVD-Edition. Die habe ich für einen 10er inklusive Versand bei Kleinanzeigen gekauft. Fehlte mir noch in meiner Sammlung. Und zwar geht es um Jim Knopf und die Wilde 13 Gold Edition. Was ist das Besondere an dieser dicken Edition? Abgesehen, dass sie sehr schön aufgemacht ist. So schön im Schuber. Dann ist ein Booklet dabei, das recht dick ist. Hier haben wir auch Bilder. Und ich muss aufpassen, hier sind die DVDs so halb durchsichtig. Und mit jeweils nur einer Episode belangt. Ups, da fällt mir die eine fast raus. Muss ich aufpassen. Muss ich aufpassen. So. Hier nochmal der König und seine Tochter. Was ist Besonderes an dieser Edition? Nicht nur das Booklet, was dabei ist, es ist der Film selbst. Also einerseits die klassische Fassung, die ich aus den 60er Jahren kenne, aber auch noch die Schwarz-Weiß-Fassung. Denn Jim Knopf und Lukas ist erstmals von der Augsburger Puppenkiste fürs Fernsehen in Schwarz-Weiß erschaffen oder geschaffen worden. Aber dann, als das Farbfernsehen populärer werden sollte, nochmal vom ZDF mit ein bisschen mehr Budget in Farbe umgesetzt worden oder nochmal produziert lassen, ja, einen Auftrag gegeben. Und dadurch kam diese berühmte Farbfassung, die wir hier kennen. Übrigens, Jim Knopf ist so ein bisschen ausgestanzt, so ein bisschen gummiert, fällt auf, richtig cool. Ja, ich bin mit denen aufgewachsen, ich finde die großartig, mag vielleicht nicht jedem Kind mehr heute gefallen, aber ja. Ich wollte diese Edition unbedingt haben. Ich habe die auch von Lukas und der Jim Knopf und Lukas und der Lokomotivführer. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. So richtig aussprechen muss ich es auch. Da ist auch die Schwarz-Weiß-Fassung drin. Die ist etwa eine Stunde. Jetzt etwa, ja, man kann. Wie lang ist die etwa so? Ja, so 120 Minuten kann man sagen. Also, und 25 Minuten ist die Schwarz-Weiß-Fassung länger, so kann man sagen. Es gibt 4 Episoden, à 20 Minuten für die Klassik-Serie und dann eben halt 25 Minuten länger die ja, Schwarz-Weiß-Fassung. So, man hat sich dann ein bisschen gerafft, es ist gestreckter. Ja, und ich wollte sie unbedingt in meiner Sammlung noch haben, als Kindheitsfilm sozusagen. Diese Edition gibt es auch als Premium mit einer Blu-ray noch dabei. Aber das ist auch der einzige Unterschied. Und warum ich die nicht in Premium gekauft habe, das zeige ich euch gleich, denn ich habe sie auch nochmal als Blu-ray, die Filme dabei. Aber so komme ich, wenn ich die in diesem ganzen Wirrwarr, kann man so sagen, ja, wenn ich die hier in dem ganzen hin und her finde, dann zeige ich euch das. Ich sage ja, hier sind eine ganze Menge Filme, die in die Sammlung gekommen sind. Und ich muss
wie was soll's. Ich sag, es geht weiter, bevor ich mich hier verhaspel und irgendwas Quatschiges sage. Also wie gesagt, die Blu-ray von Jim Knopf und Lukas, spoiler ich, ist noch hier zwischen, denn die gab es für einen Fünfer, glaube ich, auch im Black Friday Sale und da wollte ich dann, habe ich dazu gegriffen. Und das ist günstiger als die einzeln zu kaufen. Die Premium kostete, glaube ich, fast 40 Euro. Und ja, was soll ich dann? Habe ich lieber für einen 10er die, für einen 5er die ab 15. Ich habe die andere Edition auch und das war's. So, neben Jackie Chan bin ich ja, ihr seht, ein Belmondo-Fan. Also habe ich zusammen, diesmal habe ich aber auch zusammengelegt mit einem Kollegen zusammen. Das war eine Kombi. Er wollte sie nur einmal sehen, aber wir haben sozusagen das wie beim Pay-TV gemeinsam bezahlt. Jeder die Hälfte, haben wir uns Filme von Belmondo zugelegt. Ja, einige sind jetzt wie die jetzt zum, aus Kleinanzeigen. Dadurch waren sie sehr günstig. Klassiker. Und das, ja, was soll ich dann sagen? Jean-Paul Belmondo ist halt ein kultiger französischer Schauspieler. Großartig einfach. 11 Uhr nachts habe ich hier. Dann habe ich hier Der Teufel mit der weißen Weste. Schwarz-Weiß-Film, ja, sowas gab es auch mal. Und Außer Atem von Jean-Luc Godard. Auch ein richtig kultiger Film. So, ebenfalls kultig. Ich wollte ihn unbedingt mal sehen, nachdem ich gesehen hatte im Fernsehen, ich glaube im Zeichen des Drachen, wenn ich jetzt richtig im Sinne. Auch mit Clint Eastwood, auch so ein Agentenfilm, der aber auf Blu-ray super teuer ist. Ich hätte ihn gerne noch, aber er ist leider nicht dabei. Aber hier gab es den ganz günstig und ich habe gedacht, den würde ich mal endlich gucken. Richard Burton, Clint Eastwood, Agenten sterben einsam, so ein Zweiten Weltkriegs-Agenten-Thriller. Ja, habe ich noch nicht geguckt, wie ihr seht, ist recht neu. Auch neu von den Machern von Ghost in the Shell, dieser Anime, Blood 2 The Last Vampire, auch ein Upgrade, haben wir bisher nur auf DVD gehabt und mein Bruder wollte den unbedingt haben. Somit ist der in unsere Sammlung, ja, gekommen. So, in die Sammlung auch ein weiteres Mediabook von Jackie Chan, The Drunken Master 2. Hier ist es auch recht gut aufgemacht. Hier in der Mitte wird wenigstens dann über den Film berichtet. Hier ist der Film einmal auf Blu-ray und DVD drin. Auch richtig gut aufgemacht. Schön. Ja, der ist ja auch uncut. Was kann ich noch dazu sagen? Drunken Master 2 ist auch unter dem Titel nur Drunken Master erschienen. Also ich musste wirklich gucken. Es gibt zig Titel immer bei dem Jackie Chan Film, den alten, die sind manchmal verschiedensten Titel rausgebracht worden, Der Meister mit den gebrochenen Händen und der im Schatten des Adlers, die Schlange und ach egal, es gibt so viele Titel mit Jackie Chan und manchmal meint man den gleichen Film, da muss man echt nachforschen und hier haben wir den jetzt auf Blu-ray bekommen, als Mediabook, wie gesagt, wir wollten upgraden, auf DVD heißt er nur Drunken Master. Ja, so ist es manchmal. Ihr seht, richtig viel. Gut, komme ich zu einem Deal, den ich dem lieben Manuel, warte, was heißt Deal, den ich dem lieben Manuel zu verdanken habe, dass ich danach geguckt habe. Und zwar bin ich über ihn auf die Seite von Turbine Media gekommen. Turbine Media ist auch ein Vertrieb, der so wie hier andere, das hier habe ich jetzt Koch Media und Play On Picture, die eben halt Mediabooks rausbringen und Turbine Media bringt auch Mediabooks und spezielle Auflagen raus und noch einen habe ich hier, merke ich, den ich natürlich nicht vorenthalten will, der auch in diesem Set drin war und er hatte einen Film hervorgehoben, ein cooler Science-Fiction-Film, der dort im Angebot war auf Blu-ray, den gab es auch nur da auf Blu-ray und ja, den wollten mein Bruder nicht mal wieder sehen. Wir hatten ihn, glaube ich, mal irgendwann auf DVD abgestoßen. Somit haben wir ihn jetzt wieder neu und es handelt sich um Johnny Mnemonic mit Keanu Reeves, Dina Meyer und Dolph Lundgren. Und sogar Ice-T spielt mit. Ist ein Science-Fiction-Film, über den man Science-Fiction, ja, wie nicht Steampunk. Oh, jetzt komme ich jetzt gerade da nicht drauf. Jedenfalls ist es vom Cyberpunk, nicht Steampunk, Cyberpunk. Ein Cyberpunk-Science-Fiction-Film, geschrieben von William Gibson, der auch Neuromancer geschrieben hat.
Basiert auf einer Kurzgeschichte, ist recht spannend, aber auch ja, seine Zeit. Udo Kier spielt noch mit. Viele geile Ideen, auch wenn natürlich die Umsetzung für heute nicht mehr ganz so futuristisch angewirkt, so ein bisschen Endzeit. Man lacht ein bisschen über die Computerarten, aber viele gute Ideen drin. Und ja, er ist unterhaltsam und darum geht es ja auch eigentlich. War, glaube ich, im Kino nicht so ein Hit. Ich habe ihn aber im Kino gesehen sogar. Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Film für die Sammlung, kultig irgendwie. Und ja, Matrix war Jahre später. Ja, so ist es eben halt. Ne? Ja, weiter hatten wir dann noch Filme, die waren auch teilweise günstiger. Zwei sind gerade neu rausgekommen dort. Einen Film wollte mein Bruder haben, der war da wirklich im Angebot. Der hatte, sollte anstatt 15 nur einen 10er kosten, deswegen haben wir auch zugegriffen. Das war der Tipp von Emanuel. Ich grüße dich an dieser Hinsicht von Sammlerschusseln. Und deswegen haben wir zugegriffen und dann haben wir uns gleich noch ein paar andere gegriffen, die es so nicht gab. Bisher im normalen mehr auf Blu-ray und ja, so hat sich das eben. Genauso wie hier jetzt. Ein Klassiker, den die rausbringen. Hier hat mein Bruder sogar die 4K-Edition mitgenommen, also aber auch die Blu-ray drauf, hat sich für dieses Cover entschieden. Es gibt verschiedene Cover-Varianten von An American Werewolf in London. Ja, warum die 4K? Die kostet denn im Angebot nur 23 Euro anstatt 40, also war super günstig. Und mein Bruder wollte ihn unbedingt auf Blu-ray haben, weil die auch teilweise teurer ist als die 20 Euro. Und genau deswegen haben wir auch dann nochmal auf zwei Mediabooks zugegriffen und haben uns dann für diese Cover entschieden. Es gibt ja immer verschiedenste Cover. Hier sind die limitiert auf das, was ich jetzt hier in der Hand habe, von auf 666 Stück. Hat das klassische Kinocover von Pitch Black. Ja, warum Pitch Black? Blu-ray gibt es doch auch regulär. Ja, die gibt es. Hier ist sehr viel exklusives Bonusmaterial drauf, worauf mein Bruder und ich auch ja, stehen. Zusätzlich ist aber auch der Animationsfilm Chronik eines Kriegers, Riddick, Krieger der Finsternis, auf Blu-ray erhältlich. Den gibt es einzeln nicht auf Blu-ray, den gibt es nur auf DVD. Der ist jetzt hier drauf und das freut uns. Ihr seht, es ist noch sealed, wir sind noch nicht zum Gucken gekommen. Auf jeden Fall ein kultiger Film und ja, ein Film, den ich in meiner Jugendzeit, ja nicht, na, ich war nicht jugendlich, aber den ich damals im Kino gesehen habe, ich fand ihn gut, das ist ein Jugendfilm, so rum wollte ich das vielleicht eher sagen, mit Bill Paxton, Anthony Edwards, Sophia Miles, Ben Kingsley und Regie Jonathan Frakes, unser guter Riker von Star Trek Next Generation, hat den Film Thunderbirds, eine Realverfilmung des berühmten britischen Puppenfilms. Gibt es hier auf Blu-ray. Ich hatte ihn bisher nur auf DVD. Ich habe, wie gesagt, er ist noch sealed. Ja, auch mit vielen Specials. Wollten mein Bruder nicht haben mit dieser Cover-Edition. Hier sind es, glaube ich, limitiert auf 300 Stück oder so. Diese Version gab es, glaube ich, für 30 Euro je haben die gekostet. Aber wollten wir ganz gerne gucken. Und manchmal kann man ja auch zulernen. Man gibt ja nicht immer den vollen Preis aus. Ja. Mediabooks, ich bin nicht immer so ein Fan davon. Mir geht es nicht darum, grundsätzlich Mediabooks zu sammeln, sondern ich möchte den Film haben. Und wenn das entsprechend ja, stimmt, dann sammle ich auch die Mediabooks. Gut. Es ist immer noch randvoll hier. Und zwar weiter geht es mit. Ja, ach komm, zwei Filmen. Ein Film, den wir auch in der Sammlung haben wollten, der endlich mal günstig war für nicht mal einen Zehner, jetzt bei Amazon. Davor immer 30, 40 Euro, weil er wahrscheinlich erstmal nachgeprintet werden musste. Klassiker. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Mit Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar und vielen weiteren damals bekannten Schauspielern. Ryan Philippe. Ich glaube, es wieder, wie gesagt, jetzt nicht mal ein Zehner oder ein Zehner. Ja, da muss es sein. So, für mich als Krimi-Fan habe ich diesen Klassiker gekauft. Es ist ein ruhiger Film, aber richtig gut. Migré. Ich habe ja gesehen, mit Robert Atkinson, hier ist er jetzt mit Gerard Depardieu in der Hauptrolle. Hat eine andere Geschichte, die ist jetzt nicht da drin, ist immer Romanverfilmung, auch richtig gut gemacht. Man merkt aber, dass Depardieu, ja, seine Fülle macht ihm schon zu schaffen. Er läuft zwar so ein bisschen, geht, aber er sitzt auch sehr viel. Also er ist immer noch ein großartiger Charakterschauspieler und auch die deutsche Stimme von Manfred Lehmann macht viel weg. Aber ein spannender Film, eine gute Geschichte. Das muss man auf jeden Fall sagen. So, ein Fantasy-Film aus China, muss es sein, oder Japan. The Legend of Goemon hier im Steelbook als Blu-ray. Auch richtig
schön aufgemacht. Musste auch in die Sammlung. Gucken wir dahin. Ja, auch in die Sammlung musste diese DVD-Edition. Ich war auch jetzt beim Black Friday runtergesetzt. Jugendfilme von mir ist die komplette Filmserie. Es gab 5 Filme, wobei die ersten die besseren sind. Aber ich bin damit aufgewachsen. Dudu. Mit Jimmy Bondi, auch wenn er nicht immer in jedem Film so hieß. Richtig cool. Bin ich aber noch nicht zum Gucken gekommen. 5 Filme gab es. Ist auch hier so in der Blu-ray mit verschiedenen, mit 5 Discs. Na, Dudu, Käfer geht aufs Ganze, ein Käfer gibt Vollgas, ein Käfer auf Extratour, das verrückteste Auto der Welt und 2 tolle Käfer räumen auf. Ja, einfach nur Jugendkult, meiner Jugendkult. Und ja, wenn man das so gucken möchte, ich überlege gerade, Teil 2 und 3 kann man so sagen, sollte man sich anschauen. Also ein Käfer gibt Vollgas, ein Käfer auf Extratour, das sind die besten Filme. Richtig spannend. Dudu ist so ein lebendes Käfer, gelbes Käferauto, ähnlich wie Herbie, aber so ein bisschen James Bond-Style drin, verrückter Humor, einfach toll besetzt, auch mit deutschen Schauspielern dabei und es macht einfach Spaß. Jo, was macht noch Spaß? Alles, was wir hier drin haben, macht Spaß. So, ein DVD kommt nochmal dazu, die haben wir auch länger bestellt, ist ein Manga oder eine Manga-Serie, beziehungsweise die ersten 4 Episoden dieser Manga-Serie, erstmals auf Deutsch. Und zwar hier in der japanischen Fassung, also die japanische Version, und zwar Macross, die allererste Serie, die ersten 4 Episoden. Warum sage ich in der japanischen Fassung? In Amerika wurde diese Serie Macross und ein paar 2 weitere Serien eingekauft, haben sie dann neu arrangiert und unter der Serie Robotech herausgebracht. Und das sind sozusagen die ersten Episoden, die ich auch als Robotech kenne. Sie haben sozusagen 3 unabhängige Serien miteinander verknüpft, geschichtlich. Ähnlich wie sie Saber Rider ja auch umgebaut haben, zu einer amerikanischen Serie, ein bisschen die Folgen weggelassen haben und neue Folgen produziert haben. Hier ist es so ein bisschen durch andere Synchro und durch anderen Cut. Wie dem auch sei, es gab bisher Macross, diese Macross-Reihe oder Robotech nicht in Deutsch. Robotech wäre mir ein bisschen lieber gewesen, denn ich bin damit aufgewachsen mit der Version. Aber hier die ersten Episoden auf Deutsch wollte ich mal haben. Es ist so eine limitierte Fassung. Heißt es, ich denke, es ist so ein Experiment, ob die Serie ankommt und dann wird die komplette Serie kommen, denn ich glaube, die komplette Serie hat so um die 30, 40 Episoden. Deswegen, es ist nur ein Anfang. Worum geht es? Ein Raumschiff stürzt auf die Erde ab. Während das Raumschiff erforscht wird, baut sich eine Stadt drumherum auf und sie lernen die Technik kennen des Raumschiffs. Dadurch werden Mechs geschaffen, so zum Beispiel verwandlungsfähige Jets. Das sind aber eben menschengesteuerte Jets, die dann zum Roboter oder zum Halb-Roboter, Halb-Jet werden. Ja, und dann tauchen die Außerirdischen auf und wollen das zurückhaben, das Raumschiff. Und dann fängt ein Kampf an und dann bekämpfen sie sich. So, und dieses große Raumschiff haben sie mittlerweile umgebaut, indem sie es auch zum Raumschiff gemacht haben. Die SDF-1, könnt ihr sehen, kann sich dann nämlich auch in einen gigantischen Roboter verwandeln. Auch wenn er nicht kämpft, aber er kann sich verwandeln. Und da sie fliehen müssen vor den Außerirdischen, ja, ziehen alle Menschen in dieses Raumschiff rein und ja, so entsteht eine riesige Stadt im Innern dieses Raumschiffs. Interessante Geschichte. Und ja, absolute Jugendserie von mir, kann ich auch nur so empfehlen für die, die es ja mal ausprobieren wollen, die Serie. Ach, ist großartig. Gut, wo mache ich jetzt weiter? Ja, ach, ich greife jetzt einfach mal ein paar Filme raus, die jetzt auch neu sind. Ja, hier habe ich schon angesprochen, Jim Knopf und Lukas gab es für 5er auch Blu-ray Digital Remastered und zwar gleich zusammen mit Wilde 13, also beide 4-teiligen Serien drauf und ja, wollte ich dann auch haben als Upgrade. Ich habe sie auf DVD nur gehabt. Die DVDs gehen meine kleine Schwester. Ja, und so habe ich das eben halt und für den Preis was. Kindheit ist unbezahlbar, trotzdem auch. So, was geht's weiter? Noch ein paar Klassiker, die abgegradet wurden, weil ich sie mal gucken wollte und so weiter, wie zum Beispiel Auf der Jagd, nachdem ich Auf der Flucht nochmal mit Harrison Ford geguckt habe, wollte ich unbedingt nochmal Auf der Jagd mit Tommy Lee Jones und Wesley Snipes und Robert Downey Jr., unserem Iron Man, sehen. Hier hinten sehen, auch noch ein ganz junger Robert Downey. War auch so ein bisschen sein Comeback, der Film. Ja, hatte ich bisher nicht mehr in der Sammlung, deswegen gab es auch, glaube ich,
ganz günstig beim Black Friday. Genauso wie Born to Die, Jet Li DMX, auch ein toller Actionfilm mit Mark Dacascos. Ja, Mark Dacascos, seit ich ihn, auch schon bevor wir ihn getroffen haben und kennengelernt haben, diesen netten Menschen, ja, wollten wir einfach ein paar Filme von ihm haben, die wir auch in der EU-Zeit gesehen haben. Und den habe ich im Kino gesehen und ich fand ihn super unterhaltsam. Genauso wie ich im Kino gesehen habe, damals Jean-Claude Van Damme und Natasha Henstridge, Maximum Risk. Auch ein cooler Actionfilm. Das ist auch echt ansehbar immer noch. Und jetzt haben wir einen modernen Actionfilm hier, musste aber auch auf Blu-ray raus. Top Gun Maverick von Tom Cruise. Ja, der musste auch sein. Darf nicht fehlen. Und hier habe ich jetzt einen Klassiker. Ich wollte ihn mal wieder sehen. Mein Bruder kannte ihn gar nicht. Richtig cool. Und zwar Sean Connery Outland, Planet der Verdammten. Auch in einer richtig guten Qualität. Sean Connery ist Sheriff auf einer Raumstation. Da werden Drogen verkauft und er versucht, ja, sich gegen diese Verbrecher zu wehren und wird dann sozusagen in eine Falle gelockt und oder in einer Situation, wo er sich dann wehren muss und um diese zu bekämpfen. Und es ist sehr, sehr spannend inszeniert von Frank Hames, der auch unter anderem End of Days gemacht hat, also eine ganze Menge Filme. Ist auch ein sehr bekannter Regisseur. Ja, hat später auch Time Cop gemacht und 2010, steht hier auch nochmal hinten drauf. Gute Special Effects. Ich finde, der Film hat was von Alien, also von dem Design her. Könnte im Universum spielen, auch ohne Alien, so als ob die auf einer von diesen Raumstationen sind, die diesem Konzern gehören. Also richtig gut gemacht, auch gut gespielt, echt großartig. So, weiter geht es. Hier kommt noch eine ganze Menge. Ja, auch günstig beim Black Friday Sale, Blu-ray, alle fünf Teile von Taxi, der französischen Comedy-Reihe von Jean-Luc Besson. Taxi 1, Taxi Taxi, Taxi 3, Taxi 4, Taxi 5. Das Besondere ist eigentlich, dass Taxi, ich glaube, 2 und 3 sind hier exklusiv auf Blu-ray drauf. Einzeln gab es sie bisher bei uns nicht, also in dem Sinne richtig gut. 5 ist sozusagen eine Art, ja, neue Interpretation mit neuen Schauspielern habe ich noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Die anderen habe ich gesehen, sind großartig. Taxi 1 und 2 sind als eine Version, als New York Taxi mit Jimmy Kimmel, glaube ich, und Queen Latifah geremaked worden. Ja, ansonsten richtig unterhaltsam, lustig, kultig und musste als Blu-ray in die Sammlung. Leider kein direktes Upgrade. Ich habe ein wunderbares, schönes Schuberbuch auf DVD. Kann ich mich dann immer nicht trennen. So, kommen noch mal zwei Mediabooks. Eins habe ich euch schon mal in einem extra Video vorgestellt, hier aber noch mal ganz kurz der Glücksbich-Film als Mediabook, Jugendfilm. Wie gesagt, es gibt ein Video, schaut in die Kanalverlinkung, da werdet ihr dann fündig, packe ich hier erstmal hin, habe ich ein bisschen mehr das auseinandergenommen sozusagen, habe ich ein bisschen mehr damit beschäftigt. So, weiter geht's mit diesem Film, auch ein Mediabook von einem Zombie-Horror-Action-Film. Ich kenne ihn nicht, soll aber sehr lustig sein, hat seinen Trash-Faktor. Der Regisseur macht mittlerweile auch ganz andere, erfolgreichere Sachen. Versus hat seinen Kultfaktor, ist ein Upgrade auch. Wir hatten ihn bisher nur auf DVD und ja, mein Bruder fand ihn toll und musste sein dann auch für die Sammlung. So, weiter geht es. Ich gucke gerade, wie ich das am besten mache. Genau. Ich packe jetzt noch mal ein paar zusammen. Jetzt kommen erstmal Belmondo-Filme wieder. Eine ganze Reihe habe ich ja vorhin schon erwähnt, sind neu in die Sammlung gekommen. Habe ich mir mit meinem Kollegen zusammen geteilt. Und ja. Ach, ich fange einfach an. Das Geheimnis der falschen Braut. Auch hier mit Catherine Deneuve. Ist auch von Francis Truffaut. Der hat ja auch Dokumentationen gemacht über Alfred Hitchcock. Denn so muss auch sein. Ein Klassiker, das Comedy Cartouche der Bandit. Auch hier HD remastered, richtig aufwendig, auch richtig gutes Bild. Philipp de Bocker. Ja, Comedy pur mit Claudia Cardinale.
Dann haben wir hier Jean-Paul Belmondo und Omar Sharif, Der Coup. In zwei Fassungen übrigens da, drauf, auch auf Blu-ray. Einmal in der französischen und in der englischen Fassung. Das ist eine andere Schnittfassung, dadurch sind die unterschiedlich lang. Recht cooler Actionfilm übrigens. Auch ein großer großartiger Actionfilm. Der Profi habe ich hier. Hier ist Der Profi 2. Auch digital remastered in einem sehr guten Bild. Dazu muss ich aber sagen, der Film Der Profi und Der Profi 2 haben nicht wirklich was miteinander zu tun. Er spielt einen ähnlichen Charakter. Sieht nur sehr ähnlich aus, weil er die gleiche Lederjacke trägt. Ist halt kultig. Ne? Und ja, wer Der Profi 1 gesehen hat, weiß, dass es keinen zweiten Teil geben kann. Ich glaube, das hat sie hinterher auch geärgert, weil die Figur sehr berühmt für ihn ist. Und die Lederjacke, glaube ich, sogar im Museum hängt. Ja, ein Film, der auch richtig gut ist. Drama und Comedy. Der Dieb von Paris mit Belmondo. Der spielt so einen Einbrecher. Auch richtig spannend. Oder spannend für die damalige Zeit gesehen. So, hier habe ich, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber in letzter Zeit. Der Erbe mit Belmondo oder auch Der Draufgänger genannt. Ihr seht, wird hier immer höher. So, hier kommen noch drei Belmondos, die ich habe. Und zwar dreimal auf Blu-ray von die Filmjuwelen. Ich muss auch sagen, einige der Filme waren in der Sammlung von meinem Kollegen. Die habe ich ihm abgekauft sozusagen oder übernommen in unserem Tauschdeal, mit dem, neue in der Sammlung hinzugekommen sind. So ist jetzt dabei Der Panther wird gehetzt. Auch die Remastered von Filmjuwelen, richtig gut. Dann habe ich hier die Nummer 1 bin ich mit Belmondo. Und ein Film, den ich auch empfehlen kann, der richtig gut ist. Alle meine Väter. Jean-Paul Belmondo, Alain Delon und Vanessa Paradis. Ja, Vanessa Paradis ist die Ex-Frau von Johnny Depp. Ein ja, humorvoller Actionfilm mit den beiden wirklich Schauspiellegenden aus Frankreich. Großartig. Ne? Und obwohl sie etwas älter sind schon, die können noch zu lang. Tolle Szenen. Also, der ist richtig unterhaltsam. Gut, wir nähern uns dem Ende. Keine Angst, viel ist nicht mehr da. Aber ihr seht, in einem halben Jahr kann sich echt viel ansammeln. So, ein Animationsfilm, den ich auch schon mal gesehen habe, aber jetzt auch günstig beim Black Friday Sale endlich gekauft habe in der Special Edition. Da sind noch ein paar Postkarten, glaube ich, dabei, Making of und so weiter. Deswegen wollte ich den haben. Hier so schön im Schuber. Lupin der Dritte, The First. Das war ein TIFF-Kinofilm mit Lupin der Dritte, diese Animationsreihe. Aber eben halt in CG-Form. Richtig gut, kann man nur empfehlen. Macht richtig Laune. So, wir nähern uns dem Ende. Hier habe ich nur noch einen Zettel drin. Egal, der spielt keine Rolle. So, was habe ich hier noch? Auch noch eine ganze Menge. Fange ich mal weiter an mit einem Animationsfilm oder mit einem Anime-Film, den ich auch in der Sammlung haben wollte. Ein TV-Special, Detektiv Conan, Love Story im Polizeihauptquartier, Am Abend vor der Hochzeit. Das ist ein Film, ein Vorfilm zu einem Movie gewesen, sozusagen eine Zusammenfassung der Geschichte, damit man weiß, ja, so ein bisschen das Vorwissen erweitert noch, was man vielleicht benötigt für den Kinofilm. Der Kinofilm hieß Die Halloween-Braut, ist im letzten Jahr erschienen, das Special bei uns jetzt erst. Aber was hier wirklich schade ist, bei der Blu-ray haben sie ein neues, verwenden die schon seit längerem ein neues Papier, das sehr ja, papierartig aussieht, wie so ein schlechter Druck. Also es ist auch matt und es wirkt echt wie eine Raubkopie. Also sorry, Kase oder Crunchyroll, die ja jetzt das übernommen haben, das wirkt echt kacke. Und man macht es, nur weil ihr jetzt umweltfreundlicher werden wollt, das ist dann nicht das Ding. Vor allen Dingen, der Schuber für DVD sieht wirklich hübscher aus. Nur weil man Blu-ray haben möchte, muss man dann schlechter hinnehmen. Finde ich schade. Das macht keinen Spaß. Denn so ein Schuber wie hier, so sehen die immer noch bei der DVD aus. Also, ja. Gut, hier haben wir noch einen Klassiker, den ich jetzt auch auf Blu-ray in der Uncut-Fassung. Es gibt nicht jede Fassung, ist Uncut von dem Film. Hier haben wir aber auch ihn in zwei Fassungen drauf. Alfred Hitchcocks Psycho, Anthony Perkins in seiner Paraderolle. Hier haben wir einmal die Kinofassung und die TV-Fassung. Die sind unterschiedlich damals geschnitten worden. Das ins Detail zu gehen, ist zu kompliziert, aber es ist ein legendärer Schwarz-Weiß-Film, ein Thriller, der bis heute ja, Einfluss in der Filmbranche hat oder überhaupt bei Filmemachern. Und ich wollte ihn in einer sehr guten Qualität endlich bei mir auch in der Sammlung haben. Gut,
kommen wir noch zu ein paar Filmen. Ja, so, hier haben wir noch einen Science-Fiction-Film. Earth Rescue Day, die letzte Hoffnung der Menschheit. Chinesischer Science-Fiction-Film, richtig gut. Die Welt ist am Abgrund, weil ein außerirdisches Wesen die Erde ja, mit seinen ja, Minions, mit seinen krabbenähnlichen Monstern ja, überrennt und die versuchen sich zu wehren. Ja, bisschen Drama, auch unterhaltsam, also wirklich gut gemacht. So, dann haben wir hier noch einen Film, den haben wir noch nicht gesehen, glaube ich, um gegen Zombies. Naja, egal, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Maggie Q in Fear the Night hat mein Bruder sich ausgesucht. Er kann wahrscheinlich mehr dazu sagen als ich. So, dann waren zwei Filme, die habe ich, glaube ich, auch so einen Second-Hand-Laden mitgenommen. Habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt, aber hier nochmal zur Vollständigkeit. Und zwar Upgrades dann auch Operation Kingdom mit Jamie Foxx und Chris Cooper und Jennifer Garner. Und hier mit Owen Wilson, Kate Hudson, Matt Dillon, Michael Douglas, ich, du und der andere. Die gab es, glaube ich, für 3 Euro pro Stück oder so. Oder? Damit ja addiert. So, zwei Filme und dann ist das ganze Video fertig. Das waren echt Filme von einem halben Jahr. Sieht weniger aus als wie in meiner Kiste. Und zwar auch noch für ein Abel und Ei. Aber ich merke so, der wird teurer bei Amazon. Er ist out of print bald oder ist jetzt out of print. Und zwar geht es um Jean-Claude Van Damme, Mickey Rourke und Dennis Rodman. Double Team. Jetzt nicht der beste Film von Tsui Hark, aber ein Actionfilm, der seiner Zeit war, in den 90ern oder so. Und ich wollte ihn gerne haben, aber er könnte teurer werden, deswegen haben wir ihn jetzt noch günstig geschossen. Ja, und der letzte Film, den ich jetzt hier habe, ist Der stählerne Adler in einer spanischen Coverversion. Dazu muss ich aber sagen, der ist über Amazon gekauft und ist leider ein Bootleg. Und die werden offiziell leider über Amazon vertrieben. Die Qualität ist wirklich hervorragend. Hat auch deutschen Ton drauf und wird so deswegen auch beworben. Kostet so zwischen 15 und 25 Euro immer die Filme. Je nachdem, es gibt auch der rosa-rote Corsair, einen Film, den ich unbedingt haben möchte. Aber es ist nur als Bootleg da. Wenn man ganz genau dann guckt, es sieht aus wie eine Fotokopie. Es ist eine natürlich eine geprintete CD, aber es ist keine mit Lizenz. Also man merkt das auch. Wenn man genau guckt, so würde kein offizieller Händler die rausbringen. Und das ist das Schade. Die Spanier, die überfluten uns mit diesen Filmen. Die verdienen wahrscheinlich recht gut Geld dabei. Und es ist leider keine offizielle Veröffentlichung. Sehr, sehr schade, dass man das auch offiziell da kauft über Amazon. Und selbst wenn man schreibt, dann wird das, ja, es ist ja nur eine Reproduktion oder eine Wiederauflage, bla bla bla. Und so drehen sich drumherum. Und das ist aber und bleibt leider ein Bootleg. Ähnlich wie dieser Film. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Warner den ohne Logo rausbringt. Aber es ist halt leicht, die Sachen heute ja, rauszubringen. Von alleine. So, das war's. Das war's. Kiste ist leer mit den ganzen Filmen. Ich habe euch jetzt echt massig Filme gezeigt und das soll es auch gewesen sein. Ja, weiter wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst mich wissen, könnt ihr mir zu den Filmen sagen, was ist ein eurer Favoriten, Lieblingsfilme und so weiter. Habt ihr jetzt einen Filmtipp gefunden, den ihr nicht auf dem Schirm hattet oder was auch immer. Wie gesagt, in die Kommentare da unten. Ansonsten liken, teilen, abonnieren, darüber freue ich mich. Wie gesagt, kommentieren ist mir immer das Liebste. Mal ein bisschen mit euch diskutieren und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.